L'Abitopia, unsere Sonderausstellung im Lügenmuseum. Herzlich willkommen. Heute ist die Finissage. Es ist eine mehrteilige Ausstellungsreihe. Die erste fand in der Kreuzkirche statt. Unsere These ist, nicht die sozialistische Malerei war revolutionär. Revolutionär war Malerei auf Sperrmüll, Installationen, Happenings zur Überwindung des Kunstbegriffs. Aktionen, die gesellschaftlich verkrustete Strukturen aufbrachen und Verwirrung als Realitätsbewältigung stifteten. Die Kuratoren Juliane Vorwinkel und Reinhard Zabka haben hier 10 Künstler eingeladen und wir führen euch jetzt live durch diese Ausstellung. Hier gibt es eine Arbeit von Justus Eras, das heißt Montagsmeldung, Unwetterwarnung für Dresden. Es gibt hier ein kleines Gewitter in einem Koffer und ab und zu hört man es donnern. Das war ein Gewitter aus Rio de Janeiro, behauptet Justus Eras. Die nächste Arbeit ist von Frank Herrmann, heißt Altar der Einfalt, und diese Spiegel, die sich bewegen mit einem Bewegungsmelder, das muss man selbst erleben. Hier haben wir einige Kästen. Wir haben also Horst Edler und ich haben fast 50 Interviews gemacht nach dem Prinzip der Storytelling von Akteuren der friedlichen Revolution. Wir haben hier den habe ich gedacht, scheiß Sonne. Jeden Tag knallt die scheiß Sonne, knallt mir immer so voll ins Gesicht. Hier drüben ist mein Deckel, die knallt genau von da nach da rüber, ruf auf mein Gesicht und ich kann dann nicht mehr weiter haben. Und dann habe ich gedacht, vielleicht habe ich auch Licht angelassen gestern Abend. Und dann habe ich festgestellt, das musst du erst mal überprüfen, indem du dir Augen aufmachst. Dann habe ich erst ein Auge aufgemacht, weil ich dachte, das wird ja wohl ausreichen. Aber ich habe nichts erkannt. Dann habe ich jetzt das andere Auge, habe ich gedacht, du dürfte mal das andere Auge zur Hilfe nehmen. Also das war ein kleiner Beitrag von Hans Krüger, der Gründer der Gruppe Zinnober in Berlin-Prenzlauer Berg. hier haben wir 4 Arbeiten, 4 Objekte von Marion Kahnemann. Der Titel ist Helden oder wer sind wir? Also das Wir war das Problem, dass wir in der DDR, also die oppositionellen Künstler, die Aussteiger, haben immer wir gesagt, weil man nie wie ich gesagt hat. Und das machen wir immer noch heutzutage. Wir sagen mal wir. Man versteckt sich hinter dem Wir. Und die Objekte sind so, das sind hier Alltagsgegenstände und man liest die Dinge, wie die zusammengesetzt sind. Kann ja auch mal in so eine Schublade reingucken, da ist also nichts und nichts ist ein Kriterium zeitgenössischer Kunst. Hier gibt es ein kleines spielendes Objekt. Also wie gesagt, der erste Teil war in der Kreuzkirche und da wurde leider diese Arbeit beschädigt, aber die andere funktioniert noch. Die andere Figur funktioniert noch. Und man, also kann man sich fragen, was bedeutet das? Also man liest die Dinge, hier gibt es Kerzenständer, dann gibt es diese Puppenbühne, dann gibt es hier so einen Kasten. Also man liest die und dann fängt man an, darüber zu assoziieren und zu kontemplieren. So. Die nächste Arbeit ist von meiner Wenigkeit, die stammt aus dem Jahre 1985. Da war ich eingeladen zu einer Ausstellung im Berliner Dom im Kaiserlichen Treppenhaus. Die Ausstellung hieß Götzen, Ismen, Fetische. Und da fand ich im Keller der Hohenzollerngruft einen Arbeitsspind. Und wie man sieht, wir haben den in der Kreuzkirche natürlich verhängt, weil wir niemanden verletzen wollten. Und in diesem Altar sieht man die Situation, als Adam und Eva aus dem Paradies geworfen wurden. Also der Herr verfluchte sie, der Herr sprach, der Erdboden ist verflucht, zwischen Disteln und Dornen soll ertragen, das Weib soll mit Schmerzen Kinder gebären und du bist von Staub und sollst zu Staub werden. So, wo gehen wir jetzt hin? Ja, in diesem Sommer ist Lutz Fleischer, Künstler und Bohemien in Dresden, leider von uns gegangen. Und der Rest von seinem Nachlass, der wurde uns übergeben. Und daraus haben wir eine seiner Wunderbuden, die er zum Schaubudensommer immer baut, nachgebildet. Und ich lade euch ein in die Wunderbude von Lutz Fleischer. So, und hier gibt es jetzt eine Ausstellung von Mailart. Mailart war eine demokratische Kunstform, da gab es keine akademische Rechtfertigung und Untermauerung. Jeder konnte teilnehmen und es wurde auch nicht juriert. Robert Rehfeld ist ein bekannter Vertreter der Mailart. Er hat also Mailart in Ostberlin bekannt gemacht. Da gibt es einen schönen Spruch: Künstler lebt ihr im eigenen Land, bleibt am besten unbekannt. Dieser Altar ist eine Gemeinschaftsarbeit von mir und Klaus Liebscher. Sie heißt Dialog, also zwei Künstlerarbeit sprechen miteinander mit den Mitteln der Kunst, mit der Sprache der Kunst. Und wir haben den Schrank zusammen konstruiert und Klaus Liebscher ist ein Rathebeuler Künstler, der steht für Aktionspainting. Und er hat dann dieses vollendet mit seiner Malerei. Ich finde eine sehr schöne Arbeit, die hier dazu entstanden ist. Hier gibt es noch eine Arbeit von Justus Eras, also man kann hier mit den Knöpfen einen Grundton einstellen. Und dann kann man hier diese kleinen Gegenstände ziehen und sich die Geräusche dazu anhören. Und dann haben wir Sophie Coe eingeladen, eine französische Künstlerin, die lebt in Radebeul und sie hat den Altar der Köstlichkeiten aufgebaut. Hier gibt es die 4 Flaggen der Siegermächte und man kann die hier so öffnen und hier gibt es ein Russischbrot. Ich bin ein Berliner. Wer war das? Und dann gibt es hier noch I am Hamburger. Und dazu gibt es hier wunderbare Revolutionsbrillen. Leider habe ich keine Hand frei, die man sich so aufsetzen kann. Und die Welt im revolutionären Licht sehen. So, wir haben vergessen den André Wirsig. Hier hängen, in den Fenstern hängen hier Fotos von André Wirsig. Er hat uns seit 20 Jahren begleitet beim Labyrinthbauen. Das ist der Höhepunkt des Weinfestes und der Höhepunkt vom Labyrinth ist das feurige Finale. Und wir haben das Gefühl, dass diese feurigen Bilder zu der friedlichen Revolution passen. Und wir sind sehr erfreut über diese tollen Bilder. Die nächste Arbeit ist von Steffen Fischer und Angela Hampel. Steffen Fischer hat hier diese Fotos gemacht bei den Demonstrationen 1989 in Dresden. Und dieser Aluminiumlöffel dazu. Und hier vorne sind die verschollenen Betriebe der ehemaligen DDR. Die Arbeit heißt Mitgift auf dem Altar der friedlichen Revolution geopfert. Also das kann man so auf sich wirken lassen. Und dann haben wir hier noch eine Arbeit von Carola und Wolfgang Smü von ihrer ersten Weltreise 1993 haben sie Palmblätter mitgebracht. Also es ist ja unglaublich, was die Leute sich so alles mitbringen. Und haben die bemalt und auch zwei Straußeneier und das heißt der Altar für die Reisefreiheit. Ist ja im Moment auch wieder eingeschränkt, wie wir das so damals kannten. Und jetzt, So, hier befinden wir uns in dem historischen Tanzsaal des Gasthofs Serkowitz. Also das erste Mal wurde der Gasthof 1337 erwähnt, als der Burggraf von Meißen der Domkirche für die Vergebung seiner Sünden, der Vorfahren, den Gasthof schenkte, um die armen Künstler zu ermutigen. Und der Saal wurde gebaut 1877 und erweitert 1899. Das war ein sehr populärer Gasthof zu DDR-Zeiten. 2007 wurde er versteigert, als sich hier Nazis versammelten und die Stadt ersteigerte das. Seitdem war er aber leer und ohne Idee und verfiel. 2012 übernahmen wir mit dem Lügenmuseum den Gasthof. Viele finden ja diesen Saal, es ist so schade, in ihrem bürgerlichen Bewusstsein so schade um diesen schönen Saal, aber wir finden das anders. Wir finden, das ist eine schlafende Schönheit. In einem poetischen Zustand, Piranesi waren Meister der Ruinenmalerei, und das so zu erleben, also wenn man durch das Lügenmuseum kommt und dann tritt man in diesen Saal rein, dann ist das ein totaler Wow-Effekt. Also heute haben wir den Jan Heinke eingeladen und er bringt einen kleinen musikalischen Beitrag zum Internationalen Weltlügentag, den wir heute feiern. Es lebe der Internationale Weltlügentag, den wir mit euch jetzt feiern. und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Als letztes stelle ich euch hier vor das Friedliche Revolutionsorchestrion. Tiger und Bär sind unsere Schlagzeuger, wie man hier sieht. Und hier gibt es die Parolen: vorwärts immer, rückwärts nimmer. Hier gibt es eine Socke von Lenin. Und das hier ist eine originale Kerze von der Friedlichen Revolution. In der Schliemannstraße, wo die Revolutionäre ihren Revolutionskater betrauerten, stand an der Toilettentür der Spruch: Liebe Futsch, Revolution vorbei, Spaghetti kalt. Hier ist der Hase, unser Bassist. Und das Motto des Sozialismus war ja überholen, ohne einzuholen. Also hier sieht man jetzt nochmal dieses Objekt überholen, ohne einzuholen. Und hier gibt es noch ein Objekt, das ist einer Warnblinkanlage konstruiert. Aber die Objekte gehen manchmal, manchmal gehen sie nicht. Da muss man ein bisschen warten. Und zum Schluss könnt ihr hier in unserem Saal mit uns tanzen. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr live wieder mit dabei. Ach so, hier habe ich noch was vergessen. Das hier. Das ist unser tollstes Ausstellungsstück. Und zwar ein Weihnachtsbaum von 1989. Nur einmal gebraucht, den haben wir jetzt hier als Mikroständer genutzt, hier, um live hier im Lügenmuseum zu sein.